So, das neue Katapult, das der König erworben hatte, erlaubte ihm lästige Gäste höflich abzuweisen. Aber Leonard hatte andere Pläne für die Kriegsmaschine. Okay, verkleide das Katapult, um den König zu täuschen und ihn durch die Luft zu schießen. Okay, das ist anscheinend jetzt die erste Message, die wir hier haben. Unsere erste Begegnung quasi hier auf dieser Ritterburg hier. Und ich muss sagen, das sieht hier sehr, sehr cool aus. Und schau mal an, finde die Scherschere. Ach, die Scherschere. Okay, also die klassische Scherschere, mit der man zum Beispiel Schafe geschert hat. Das ist ja also eine normale Burg, in der wir leben. Und wir müssen quasi das lilane Bannertuch zerschneiden. Das dürfte wahrscheinlich das große hier sein. Vielleicht? Alter, da ist der König sogar. Oh mein Gott, der läuft hier auch einfach herum. Es ist genauso wie bei Angry Teacher oder Scary Teacher. Also, wir müssen da hinkommen. Oh Gott, okay. Dann lass mal ausprobieren. Ohne, dass uns vielleicht der König findet. Oh, guck mal, hier geht's sogar hoch. Alter. Okay. Okay. Vielleicht kann ich... Ach, guck mal, wenn da der Banner ist, kann ich mich vielleicht hier so ein bisschen durchsneaken, ne? Also, wir gehen mal hier so ein bisschen runter. Hier ein bisschen so seitlich. Und dann hier mal die Tür auf... Oh! Hallöchen. Hallöchen, Wache. Ich möchte gar keinen Stress haben. Alter, okay. So. Ach, guck mal. Und hier kann man auch nochmal eine Leiter hochgehen. Das könnte vielleicht der perfekte Platz sein, um auf ein Dach zu kommen. Und hier dürft vielleicht sogar... Ist es hier? Tatsächlich, Mann. Da ist das lila Banner. Lila Banner! Nice! Und, genau, zerschneiden. Easy going. So. Der König ist tatsächlich... Oh Gott. Guck mal, wo der ist. Der ist einfach da unten. Der ist direkt... Huh? Huh? Yo, what? Wie? Alter, der hat uns hier auf dem Dach einfach gesehen. Oh nö. Oh nein, warte mal. Schickt der jetzt so einen Wachen hier? Oh ja, das tut er. Oh mein Gott, da kommt er. Okay, was mache ich denn jetzt? Ich muss den Wachen ausweichen. Okay, der schickt den Wachen immer dahin, wo ich bin. Okay, okay. Ich springe einfach hier runter. Gehe hier entlang. Und dann dürfte mich der Wache schon nicht kriegen. Ich glaube, der kann ja nicht so Parkour laufen wie ich. Guck mal, jetzt ist der wirklich da oben. No way. Hat er sich einfach dort einen Ritter hinbestellt. Okay, sobald der mich erwischt, ruft er sofort seine Ritter. Seine Bubi-Ritter. Aber ist nicht schlimm. So, dann haben wir hier schon mal lila Bannertuch. Da, 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 da. Einmal mitgenommen. Platziere das lila Bannertuch auf die Katapultvorrichtung. So, jetzt wird die da drauf platziert. Oh nein, da kommt er wieder. Er kommt wieder. Oh nö. Zerschneide das goldene Bannertuch. Oh nö. Mann. Oh Gott. Von wo kommt denn der jetzt, der Ritter? Bitte nicht von hier. Ich renne jetzt hier hin. Ist egal, ich hoffe, er kommt nicht. Das ist ja voll schlimm. Warte, ich gehe in so einen Schrank rein. So. Da wird mich jetzt erstmal im Schrank niemand erkennen. Ich bin im Schrank sicher. Oder? Bin ich im Schrank sicher? Eigentlich verfolgt mich auch niemand. Eigentlich ist alles safe. Da würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hoch. Das dürfte jetzt vielleicht die andere Seite sein. Ist eigentlich, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns einfach alles mal ansehen. Alter, Deckel? Ist das so eine Geheimtruhe? Oh, das ist auch zum Verstecken. No way. Man kann hier durch so einen Deckel durchsehen. Oh, ist das cool. Okay, aber das hier ist so ein Alchemieraum oder irgendwie sowas in die Richtung. Zerschneide das goldene Bannertuch. Das ist jetzt auf dieser Seite, ne? Okay, da ist jetzt eine Wache. Der sollte mich mal beim besten Fall nicht erkennen. Aber ich glaube, die schlafen immer ganz gut. Deswegen müssen wir uns da keine Sorgen machen. Du brauchst einen Gegenstand, Schere in die Hand und abschneiden. Abschneiden! Jawolski! So, okay. So, das sieht hier alles ein bisschen hoch aus. Okay. Oh, wobei... Oh Gott, oh Gott. Nein, was? Der König ist wütender geworden, hat noch mehr Wachen auf dich gehetzt. Oh, nö, Mann. Was denn für noch mehr Wachen? Bin doch gar nicht da. Guck mal da, goldenes Bannertuch. Ich nehm's mal mit. Platziere das goldene Bannertuch auf die Katapultvorrichtung. Das ist ja gut. Wo ist denn der überhaupt? Wo ist denn der König, dass der mich überhaupt gesehen hat? Hä? Okay. Anscheinend ist hier keiner mehr sauer. Ich kann hier mal so hier hingehen. Zum Glück ist hier niemand. Okay, ich lege jetzt mal das Bannertuch hier drauf wieder. So, es wird da drauf gelegt und hoffentlich reicht es. Bitte reicht. Bitte reicht. Finde den eleganten Stuhl. Den eleganten Stuhl? Wo ist denn der elegante Stuhl? Kann ich nicht einfach irgendeinen Stuhl nehmen oder muss es unbedingt der elegante? Oh, ich will nicht, dass dieser König mich nochmal sieht. Ich hasse das, wenn das kommt. Dieses... Weißt du, dann ist der hier, der ist doch elegant. Der ist nicht elegant genug. Oh, guck mal, das ist der Anfang vom Tutorial.
die wir auch gespielt haben. Das ist quasi die Küche hier. Und es gibt hier auch, so wie es aussieht, einen Keller, der hier unten gewesen. Alter, die Karte ist so groß. Die ist so groß, oh mein Gott. Okay, wieder eine Kiste. Aber kein eleganter Stuhl, weit und breit. Eieiei, ist das ein riesiger Keller hier. Okay, okay. Ich habe ein bisschen Schissel, was passiert, wenn ich so gefangen werde. Ich möchte natürlich nicht gefangen werden, deswegen gebe ich mir mal Mühe. Ich glaube, ich gehe ein bisschen zu weit, so nach außen. Oh, okay. Oh, okay, ich bin jetzt gerade durch die Katakomben so seitlich jetzt hier wieder rausgekommen. Beim Katapult. Ach, hier haben wir angefangen. Oh, ho, ho, ho. Ist dann hier vielleicht der... Hier ist ein Schmied. Ich glaube, der Stuhl ist weiter da hinten, oder? Nee, Mann! Bitte nicht! Bitte sei nicht so sauer auf mich! Man kann es aber auch übertreiben, ne? Wo ist denn dieser Stuhl jetzt? Mensch. Menschenskinder. Kann ich vielleicht hier lang gehen? Hier, ich habe das Gefühl, der Stuhl ist hier irgendwo unten. Da! Nee, ist nicht elegant genug. Hey, oh Gott. Jetzt hat mich einfach der Wärter entdeckt. Und noch mal einer. Okay, relax, Mann. Guck mal, du musst in den Schrank rein. Ich gehe in den Kerker rein. Ihr kriegt mich nicht an! Alter. Alter, warum ist das so hart? Okay, okay. Einfach entspannt bleiben und... Oh, nein! Ich kann nicht so schwer. Alter, da kommt der... Alter, der braucht 5 Sekunden, ne? Der sticht dir einfach sofort ins Gesicht. Der kommt sofort und sticht einfach. Hör doch auf. Alter. Niemals. Was? Jetzt hat er mich zu diesem einen Typen reingeworfen. Eieieiei. Ist das ein schweres Game. Was sagst du dazu, Smitty Werben Jaggerman Jansen? Wahrscheinlich nicht viel, ne? Okay, ich nehme mir die Schere, okay? Ich glaube aber, ich kenne auch den Ort, wo wir vielleicht nochmal nachsehen könnten, ne? Ob wir dort vielleicht den Stuhl finden könnten, ne? Weil hier unten war... Ah ja, okay, er ist direkt am Anfang. Okay, er ist der elegante Stuhl. Ah ja, natürlich, na klar. Okay, das heißt, wir wählen den mal aus. Okay, das heißt also, eleganter Stuhl. La elegante de Stuhle. Ist also relativ simpel zu holen. Wir haben aber... Oh, jetzt müssen wir, glaube ich... Ach, wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, ich schneide jetzt auch einfach beide Tücher einfach auf einmal ab. Einfach, weil ich ein smarter Typ bin, weißt du? Ich mache jetzt nicht zweimal diesen Lauf. Ist mir zu viel. Ist mir zu viel in diesem Spiel. Das ist auch das erste Level einfach so. Was ist das? Du kannst doch das erste Level nicht einfach so schwer machen. So. Ist ja abgefahren, aber das Spiel ist echt witzig gemacht. Wir schneiden jetzt erstmal den goldenen Banner auf. Und dann ist da eine Brücke. Dann kommen wir gleich zum anderen Banner. So, nochmal den hier. Yes, yes, yo! Nummer 1. So. Dann hier über die Brücke. So. Easy. Ich glaube, man kann dieses Level schon sehr schnell gewinnen, wenn man ganz genau weiß, wo die Sachen sind. Aber wenn du es gar nicht weißt, musst du einfach die ganze Zeit so wahllos herumlaufen und findest nichts. So. So. Dann den lila Banner noch abschneiden. Und dann haben wir den Stuhl. So, eigentlich haben wir jetzt alles. So, das war jetzt alles eigentlich unter einer Minute oder so. Naja, immerhin haben wir jetzt gesehen, wie man auch so getötet werden kann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, kommen wir hier einfach so runter, ohne quasi zu sterben? Ich versuch's mal an dieser... Ah ja, guck mal, so funktioniert's. Okay, ein bisschen runterfallen kann man also. Oh, warte mal, jetzt habe ich das falsche Tuch genommen, oder? Oder kann ich auch das goldene Tuch zuerst drauf machen? Ah ja, hier auf das Katapult das Tuch gelb drauf machen. So, dann das lila Bannertuch kann ich drauf machen. Yes, 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 yes. Okay. Und dann jetzt den... Du musst eine Möglichkeit finden, das Katapult als Kutsche zu tarnen. Da, platziere den Stuhl. So. Nice! Oh mein Gott, das ist es sogar schon. Es sieht jetzt echt aus wie eine Kutsche. Und in echt wird er aber gleich wegkatapultiert. Und? Wow! Einfach in die Gülle hinein. Alter, nicht schlecht. Wirklich ein richtig cooles Spiel. Abgefahren. Meine werten Damen und Herren, das war der erste Streich, den wir gespielt haben. Falls ihr gerne einen weiteren Streich sehen wollen würdet, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben auf dieses Video. Und ich spiele mal eine weitere Runde. Dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Oh!